Hätte vielleicht funktioniert, wenn ich nicht drauf gestanden wäre. Das ist nochmal mein A-Knopf, by the way. Flimmerung, okay, dann tauschen wir mal das gegen das. Denn flimmern kann ich noch nicht. Okay, besser. Intuitiv war das Wort, das ich suchte. So, ich weiß nicht, muss ich den da oben irgendwie runterziehen, indem ich da unten genug davon auflade, oder... Oder ist es ganz was anderes? Der muss ja da irgendwie weg. Um das Glück zu haben, dass wir nochmal einen weiteren Würfel da hochkriegen, ich weiß es ja nicht. Kommt nochmal da hinten. Na, alles noch gleich. Okay. Habe ich das Spiel beschissen oder musste das so? Diese Fahne mag man selbst interpretieren. Es geht wohl darum, wie eine humanoide Kreatur entweder vor oder hinter Gitterstäben oder Elektrizität durchläuft. Da hinten ein Wandgemälde von diesen, wie hießen sie noch gleich? Nicht mehr angezeigt. Ja, und wie sie bekämpft werden von, würde man sagen, primitiveren Leuten. Unten haben wir wieder... Ja, da steht es halt auf dem Kopf. Vielleicht kommt man da näher ran. Ja, da geht es wohl um aufgeladene Stiefel. Wo haben wir am Schluss eine ganze Rüstung? Stiefel, und mit denen können wir von Plattform zu Plattform springen oder schnell laufen, wie der obere hier mir sagt, vielleicht, und auch durch Gitterstäbe hindurch, beziehungsweise dahinter. Ich weiß es noch nicht. Ganz viele Warnschilder in einer Sprache, die ich leider nicht lesen kann. Oh. Ich kann leider nicht weiter hochgucken. Nein, okay. Da hinten ist ja nichts versteckt, nein. Oh. So kann man das natürlich auch machen. Ah, er geht doch dahin. Okay, jetzt ist er ganz allein dahin gegangen. Okay. Macht nichts. Habe ich im Griff. Ah, Flimmern, aha. Flimmern. So geht es also. Mal gucken, was passiert. Hallo. Yeah. Nein, so nicht. Aber der verschlingt ihn richtig. Ah. Nochmals, weil es so schön ist. Ich würde es gerne ein paar Sekunden länger sehen. Bin ich vielleicht verwöhnt von der Heart of Darkness, wo die Todesanimationen alle so... Upsala. Alle so wunderschön ausgiebig animiert waren. Okay, jetzt muss ich da aber vielleicht hoch. Oder vielleicht...
Hoppla! Gut, bringt mir doch nichts. Es sei denn... Ja, okay. Ah, das war eh mein einziger Weg nach oben. Okay. Das haben wir gemacht. Das noch nicht. Man kann logischerweise damit auch Plattformen überwinden, nämlich genau so. Geil, wir können schon dashen. So. Cool. Noch mehr Warnschilder und du. Lalalala. Die können nicht klettern? Gut. Jetzt zeig. Okay. Die haben die gebändigt. Der eine hat die an der Leine und. Ja, keine Ahnung. Na komm, Kleines. Hüpp. Ah. Boah. Okay, sie sind nicht sonderlich schlau. Das ist klug. Gut. Klug? Klug und gut? Oh. Oh, wie nett. Wie schön. Die Leuchte kommen zu uns, solange wir geladen sind. Und danach verpissen sie sich wieder. Okay, mal weiter gucken. Also, das erinnert mich an das Spiel, oh, wie hieß es? Es war ein Adventure und es war so in der Zeit von Simon 1, glaube ich. Legend of Tyrandia. Da gab es auch so eine dunkle Höhle, wo man sich von Leuchtblume zu Leuchtblume bewegen musste. Und man konnte auch eine Beere mitnehmen, die hat dann so 3 Räume weit geleuchtet oder 4 Räume, aber im 4. Raum hat sie schon fast nicht mehr geleuchtet und dann kamen in der Dunkelheit überall so Augen und wenn dann im nächsten Raum keine weitere Leuchtblume war, dann ging sie aus, dann war man tot, wegen was auch immer man einen darin gepackt hat in dieser Höhle, das hat man nämlich gesehen. Okay, da gibt es aber noch mehr. Wenn es ein Abgrund ist. Ja, da war ein Abgrund. Danke. Ich glaube, ich hab's. Foragen Nation of Angloria. Ah, kannst du gleich mal zeigen? Nein. Na, ah, hier sieht man es ja auch, es ist ja einfangen. Unter Gefahren, ja, okay. Das ist das. Interessant, interessant. Diese kleinen Krabbelviecher, die kennen wir schon. Die haben die wohl hergestellt oder gezüchtet. Und das sagt mir noch gar nichts. Mhm,
Tja, und wenn ich jetzt mal. Das geht. Okay, nichtsdestotrotz. Ups. Genau ins Netz, Spinne, tot. Aber durch Wände dashen kann ich nicht. Warte. Du. Und yeah. Kann ich die zersplashen? Yep. Läuft. Ich würde das Dashen lieber auf diese Taste legen. Die es auch in Hollow Knight trägt. Ist ja kein Problem. Moment. Da. Und dann rot vielleicht. Oh. Nein! Was? Ich Idiot. Okay, macht nichts. Das war gleichzeitig auch die Menütaste. Moment. Stimmt. Menü ganz klassisch auf Start und die Map. Ah, die bleibt so wie in Hollow Knight. Und das sind die beiden unteren Schultertasten. Ah, oder es gibt einfach, wir können quasi die Kapuzentasten aktivieren, deaktivieren und sonst hätten wir einfach einen Polaritätsschalter, wo wir sie dann umschalten können. Das wird sich dann zeigen, was das genau bedeutet. Vermutlich, ich möchte mal spekulieren, wie die Kapuze uns mit einer Aura umfangen, genau wie diese Blumen hier. Die haben wir dann einfach immer. Ich weiß nicht, ob ich mir das sehr praktisch vorstelle. Nope, doch Wände geht nicht. Oh. Oh. Muss ich da einfach schnell sein? Das müsste er ihn ja eigentlich anziehen wieder. Na gut, vielleicht so weit weg. Ich glaube, das hätte ich wirklich schneller machen müssen. Ich versuche das gleich mal.
Die Frage ist, nein, das kann nicht gehen. Und dann ist da noch so ein Blitzdings. Ah, okay. Nee, ich kann nur möglichst so schnell da unten sein und dann irgendwas damit machen. Wäre zu schön gewesen. Gut, wir hatten jetzt gerade blau, mach jetzt mal wieder rot, mal gucken, ob da irgendwas geschieht. Oder vielleicht brauchen wir einfach einen besseren, höheren Sprung. Das bringt mir viel. Damit sich den da oben halt noch irgendwie andotzen, dass der sich, komm ich da? Nein, das geht nicht. Ne. Oh, doch, das ging. Aber es ging. Ja, ich bin ein Idiot. Nun gut. Dann wir können die Tür auch wieder hinter uns zumachen, vielleicht. Juhu, Wasser! Okay, passiert nichts. Ja, yeah, Feuer! Auch nichts. Ich hoffe, sie lassen sich einfach noch Zeit mit dem nächsten Boss. Servieren uns noch ein paar Rätsel oder so. Und gar keinen Boss mehr, nie wieder. Ja, wie weit wir doch springen können. Nein, noch nicht. Und wie grimmig er auch guckt. Ah, scheiße. Wie grimmig er guckt, wenn er sich so dranhängt. So. Boah, die werden ja immer kleiner. Die Abstände immer länger, aber wir schaffen's. Ja, easy. Da unten wäre nichts mehr gewesen. Okay. Nicht, dass mir der Arm wieder einschläft. Nicht so früh im Spiel. Dann. Mal aufrecht sitzen wie so ein normaler Mensch. Ich glaube nicht, dass sich das durchsetzen wird. Ja, fast. Ja, beinahe. Ich hab grad wieder gedasht. Wie schnell hintereinander kann ich das überhaupt?
Okay. Boing, zu früh. Ja, wenn es nicht noch irgendeinen Boost gibt, dann komme ich da vermutlich nicht hin. Okay, nee, später abspringen kann ich nicht. Das geht nicht. Sprung des Glaubens! Ja. Yeah. Ups. Nein! Bitte nicht ganz unten speichern. Mist. Ich könnte da oben natürlich raus. Da oben links. Rasch. In den Chat steht Stream offline, glaube ich aber nicht. Nee, nee, OBS läuft ja und alles. OBS läuft ja und alles. Ja. Könnte gleich mal gucken, ob es immer noch nicht ruckelt. Denn bei diesem Spiel habe ich ja gestern lang rumprobiert. Also, hat die Schnauze. Beziehungsweise es hat von Anfang an nicht geruckelt, was mich tatsächlich überrascht hat. Ja, ging doch. Ah, stimmt, da oben müssen wir, ja. Ah, nee, okay. Gleich mal gucken. Ja, wunderbar flüssig. Dashen! Mann, du Sack! Danke. Ich wollte nur gucken, ob das auch ein Weg nach unten ist. Ich bin fix. Das sieht rutschig aus und eklig, wie ein Bossgegner. Ich hoffe noch nicht. Ja, das war ein Schwein. Okay. Das war weniger Schwein. Hä, vorhin bin ich doch perfekt da gelandet. Dash ich halt jetzt. Nein, geht doch. Ja, nein.
Kann ja mal gucken. Da ist kein Felsen, okay. Oh. Nein, 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 so nicht. Ja, komm halt. Jetzt muss ich da wieder rum, hä? Uah. Ja, ich bin nicht sonderlich klug. Hab's gleich. Und ich muss schneller sein. Okay. Da ist es hell. Da ist es dunkel. Es ist auf jeden Fall schön. Aber so von der Länge des Levels könnte das eben schon wieder rum sein. Und ich... ja. Duckenboss, nein. Ich werde das nicht tun. Ich finde das voll cool. Und hier oben sieht man auch, wie der Magier, den wir gerade gesehen haben, glaube ich, dem König die Krone übergibt und zwei angefangene Konserven mit, ich weiß es nicht. Kann ich das nochmal gucken? Also nicht, dass ich das unbedingt möchte, aber... Oh, warte. Uns sind ja die besten Plätze entgangen. Bewegt sich das Ding auch? Au. Ja, das läuft doch mal, alles klar. Tja, und jetzt? Ja, geil!